Ja, hallo zusammen zu einer neuen Runde Grim Dawn. Eigentlich ist es ja mitten in der Woche. Aber ich hatte ja letzte Woche noch zusätzliche Folgen aufgenommen. Damit wir in Level 12 kommen. Und haben wir denn jetzt hier? Ne, da geht's noch weiter. Ich habe keine Ahnung, weil... also normalerweise war hier hinten irgendwo ganz... Das ist ein riesiges Level, verdammte Scheiße. Hier hinten irgendwo ganz war der Ausgang. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo er war. Aber ich möchte ganz gerne den Rest noch erkunden. Deshalb werde ich mich jetzt erstmal nochmal in die Richtung hier bewegen. Das wird wohl für heute dann im Prinzip alles sein, weil ich werde auch nur die drei Folgen aufnehmen. Mir fällt aber gerade was anderes auf. Hallo? Könntest du jetzt mal... Wäre... Hallo, ich würde ganz gerne meinen Kumpel Magier dazu holen. Wo ist denn der jetzt? Ach, da ist er ja. Alles klar. So. Aufs Maul. So, das heißt, heute wird einfach nur so ein bisschen durch die Gegend gerennen. Und versuchen, den Rest der Karte aufzudecken. Wir werden also heute nicht weiter runtergehen können. Da fehlt die Zeit für, aber gut, wir haben drei Folgen, um hier zu erkunden. Ich glaube, das sollte jetzt reichen. Schnauze. Hallo, Freunde. So, dann habe ich mir gerade eben noch Dead Space bestellt, also das Remake, weil wir spielen ja gerade Callisto-Protokoll, welches zwar sehr viel Spaß macht, aber ein paar Baustellen hat, die mich echt so ein bisschen abfacken. Und zwar ist es in der Hauptsache das Kampfsystem. Und da muss man einfach sagen, das ist echt nicht für mehrere Gegner geeignet. Das Spiel allerdings ist der Meinung, hey, wir setzen ihm trotzdem immer mal so riesen Gegnergruppen vor die Nase, was ich nicht sonderlich witzig geraut habe. Können wir das mal lassen? Was trotzdem nicht sonderlich witzig ist. Können wir das mal lassen? Ja. Ja, und nächste Woche bin ich dann in Hamburg 2 Tage. Habe ich, glaube ich, aber schon in der Titan Quest Aufnahme erzählt. Und dann ist an sich gefühlt das Schlimmste vorbei. Dann kommt noch die letzte Woche. Vor Weihnachten und dann ist auch Urlaub angesagt. Ich sage es auch noch mal hier, letzte Folge dieses Jahr am 23. Und dann ist für dieses Jahr auch Schicht im Schacht. Ein Schlückchen Kaffee. Macht's dir Spaß? Ernsthaft jetzt? War jetzt nicht so geschickt, mein Freund.
Ja, ich werde zwar dann zwischendurch streamen. Hoppala, das war nicht so schlau. Moment, ich habe nämlich gerade ein Gamepad runtergeworfen. So, mal gucken. Nichts passiert. Gerade mein Gamepad runtergeworfen. Nee, genau, ich werde zwar streamen, aber ich werde nicht aufnehmen. Das mache ich nicht. Ich werde für mich selber zocken, und zwar das Update von The Witcher aller Wahrscheinlichkeit nach. Da freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, das wird gut. Das soll ja nächste Woche kommen. Und ich weiß noch, meinem ersten Durchlauf bei Witcher 3 mit beiden DLCs habe ich mal locker 200 Stunden drin gehabt. Oh. Tsunami hat Rang 20 erreicht. Ich glaube, höher geht auch nicht. Ich glaube, 20 ist so das höchste der Gefühle. Aber auch nicht mehr Devotion großartige Fertigkeiten genommen. Ich habe auch keine Devotion Points mehr, oder? Nee. Das ist hier ja anders in der Mod. Du bekommst ja Devotion Points für erledigte Quest. Ich weiß nicht, wie das da aussieht, was die maximale Anzahl ist. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Gut, ich glaube, dann haben wir dahin alles erkundet. Da oben höchstens vielleicht noch. Da ist noch ein Kistchen. Ja, aber hier ist auch Schicht im Schacht. Gut. Können wir hier nochmal hochgehen? Ja, und dann ist auch schon Weihnachten, und wie gesagt, ich werde da für mich The Witcher zocken, ich werde streamen, aber ich werde bis zum 9. Januar ist das dann, glaube ich, das musste der Montag sein, werde ich nichts streamen, werde ich nichts aufnehmen. Man kann sich auch einfach mal ein bisschen Ruhe gönnen. Wenn ihr Lust habt, guckt gerne in den Stream rein. Ich streame eigentlich immer zwei Sachen oder zwei unterschiedliche Games parallel. Aktuell ist es halt Callisto-Protokoll, das ich wirklich vor Frust bald in die Ecke geworfen hätte letzte Woche. Ich war echt so weit, das Ding zu deinstallieren, aufgrund des doch durchaus unfairen Kampfsystems. Da hinten ist auch irgendwas. Wartet mal. Gut, dass ich mir wirklich alles angucke. Vielleicht ist es auch so, wie Magic mir sagte, dass beim Neustart die Eingänge zu den verschiedenen Leveln woanders hin marschieren. Wo geht's denn hier hin? Ja, dann gehen wir hier gleich runter. Dann können wir doch noch mal ein bisschen Level 13 rumgucken. Dann machen wir das jetzt. Doch in Level 13 rein.
Ja, gestern Abend noch schön auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Was ist das? The armories of hell are home to the warlord of blood. In his wake lay the mutilated bodies of thousands. Angels and man alike have been cut down to fulfill his endless sacrifices to the dark ones, who scream for one thing: blood. Aha. Also die Bewacher der Hölle, a home to the warlord of blood, weiß ich nicht. Ich kriege den Kontext, also the armories of hell, achso, die Rüstungen der Hölle, sind das Zuhause der Warlords of the Blood. In his wake, ach komm mal die Fresse, in his wake lay the mutilated bodies of thousands. In seinem Weg liegen die mutierten Körper von Tausenden. Engeln und Männern, ach komm, bla. Wir akzeptieren mal die Quest. Find Warlord of Blood, guarding the entrance to level 14. Ja gut, okay. Das ist eine klare und deutliche Ansage. Die 4 sollten wir anmachen. Ach komm schon, Freunde. Haben wir's? Ist Ruhe im Kabuff. Ja, also genau. Was wollte ich sagen? Wo war ich? Ja, ich habe mir dann gerade eben noch Dead Space bestellt. Ich fand Dead Space 1 damals eigentlich schwer geil. Ich erinnere mich allerdings nur wenig daran. Ich weiß, kennt ihr das? Ihr wisst, dass ihr irgendwas cool fandet. Hat aber wenig Erinnerungen im Einzelnen daran. Und ja, wir werden sehen, wie es sein wird. Aktuell God of War Callisto Protocol. Nächstes Spiel wird dann das Final Fantasy 7 Remake, bla. Also ein Remake eines PSP-Titels. Aber es ist Final Fantasy und ich habe es damals nicht auf der PSP gespielt. Ich war bis zur PlayStation 4 war ich eigentlich nie ein Konsolenspieler. Habe zwar mal neidisch auf bestimmte Konsolenspiele geschult, sozusagen, geschielt, wie auch immer ihr wollt. Aber habe mir dann nie eine Konsole geholt. Dann gab es die PlayStation 4 Pro, die habe ich mir dann irgendwann geleistet. Und ja, irgendwann habe ich mir ja dann die PlayStation 5 geholt, vor jetzt mittlerweile über einem Jahr. Im April sind 2 Jahre, ne, im März sind 2 Jahre. Genau, die kam kurz vor meinem Geburtstag. Ey! Die kam kurz vor meinem Geburtstag, so war das. Ey. Also Wave fällt mir gerade ein. Interessant fand ich auch, dass es für Grim Dawn jetzt vor ein paar Tagen noch ein Update gab. Und noch ein kleineres. Ich weiß nicht, ob das ein Hotfix war. Nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, supporten die immer noch ihr Spiel. Sie haben ein paar Dinge verändert. Ein paar Skills verändert, ein paar neue Waffen reingebracht. Oh. Verdammte Scheiße, das ist jetzt nicht sein fucking Ernst. Wann bin ich denn das letzte Mal gestorben, ey? Holla die Waldfee, da habe ich aber echt ein bisschen gepennt. Nun gut, ja, was soll ich sagen? Dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Bis morgen. Morgen ist Donnerstag. Ja, Donnerstag. Ich wünsche euch was. Tschüss.